Hey Leute, was geht ab? Boah, Spider-Man, oder? Ich liebe diesen Mann mehr als mein eigenes Leben, okay? Das ist mein absoluter Lieblings-Superheld und ich habe den als Kind schon echt extrem gefeiert und bis heute, oder? Bin ich echt froh, dass der coole Filme bekommt, echt extrem gute Spiele, die meistens echt besser sind als die Filme, seien wir ehrlich. Und dass er einfach noch so strong ist, der Charakter, nicht in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube, ohne das PS2-Lizenzspiel von Spider-Man, damals noch vom ersten Teil mit Tobey Maguire und diesem Spiel, wäre ich niemals in irgendeiner Form so ein riesen Fan von Spider-Man, wie ich es jetzt bin. Deswegen sollte ich mich bei den Spielen bedanken. Und wie kann man sich am besten bedanken? Wenn man eine 1-Stunden-Review zu dem PS1-Teil macht, der nichts mit Tobey Maguire zu tun hat. Das ist einfach nur ein eigenständiges Spiel, was auch Spider-Man heißt. Aber ja, ich hab Bock. Aber bevor wir anfangen, will ich noch sagen, ich mach Musik. Ich sag das jetzt in jedem fucking Video. Immer am Anfang. Erster Link in der Beschreibung. Es ist Heavy Stuff. Ich hab aber auch so Instrumental Stuff, was ein bisschen chilliger ist. Ich hab sogar ein Videogame Soundtrack gemacht. Es ist alles auf meinem YouTube, auf meinem Spotify. Alles im Linktree verlinkt. Erster Link in der Beschreibung. Es ist heavy. Es ist crazy. Macht sehr viel mit Electronic, sehr viel mit Gitarre. Es ist fucking sick. Und das Album kommt dieses Jahr raus. Ich bewerbe das einfach nicht gut genug. Und dafür mache ich es hier, you know. Also jeder Klick da drauf, jeder Kommentar da drauf, würde mich echt freuen. Wenn es nicht euer Ding ist, verstehe ich es. Aber falls es euch interessiert, let's go. Gut, aber ich denke, wir legen die CD ein und schauen mal, was mit dem Spiel so abgeht. Wenn ich die CD nur finden würde. Spider-Man! Yo, hi, ich bin Spider-Man. Danke, Spider-Man! Jo, kein Problem. Das Spiel fängt mit einer Cutscene an, bei der Doc Ock praktisch so ein Gerät vorstellt. Ich weiß nicht genau, was es macht, und mein Gameplay ist ein bisschen von der Audio her verreckt, deswegen hat er diesen ganz komischen Echo. Und Licht, das die Dunkelheit vertreibt, wenn sich die Menschheit zu einer einzigen Wahrheit bekennt. Ich musste mich echt konzentrieren, um zu hören, was er da wirklich sagt, aber er redet nur davon, dass er ein Geschäftsmann ist und der Fortschritt liebt und bla bla bla. Und Peter Parker ist in der Crowd davon, genauso wie Eddie Brock, oder? Und dann kommt aber ein Spider-Man auf die Bühne. Und klaut das fucking Gerät und schlägt ihn zusammen. Und Peter so, yo, das ist halt nicht ich so. Aber ich kann nicht wirklich sagen, dass es ich ist. Deswegen, ja. Und währenddessen kriegt Eddie noch so einen Schlaganfall und wird zu Venom. Was halt besser ist, weil Venom ist so ein fucking cooler Charakter in diesem fucking Game. Er ist immer ein cooler Charakter. Aber in dem Game ist er so fucking lustig. Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall ist das Setup der Story. Spider-Man wird geframed dafür, um was Böses begangen zu haben. Und deswegen ist die Polizei hinter ihm her. Und alle wollen ihn gefangen nehmen. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, kommt auch so ein komisches Gas und füllt ganz New York. Heißt, wir können nicht auf den Boden, oder? Das ist der einzige Grund, warum dieses Gas ein Plotpoint ist, dass wir nicht auf den Boden können. Die wollen damit auch so eine Art Mysterium machen, oder? Halt, wer ist dieser Spider-Man und wer macht diesen Plan? Warum ist dieses Gas da und so? Aber man sieht halt immer Doc Ock und einen anderen Symbioten, der ganz klar nicht Venom ist, oder? Und wie die so plotten und so. Und man weiß ganz genau, dass die beiden dahinter stecken. Aber das Spiel behandelt das alles trotzdem so, als wäre das halt ein Geheimnis. Bis zum fucking Ende. Und am Ende sagt dann Spider-Man so, hör, Doc Ock, ich wusste, dass du dahinter steckst. So, ja, no shit. Halt, es ist Doc Ock, natürlich. Dafür kriegen wir es richtig gut hin mit dem Spider-Man. Aber da kommen wir noch dazu, Ich ruiniere die Surprise nicht. Wenn ihr das Spiel kennt, wisst ihr schon, was es wird, aber ja. Und dann werden wir direkt in so eine Ingame-Cutscene reingeworfen, bei der alles nicht wirklich besser aussieht, ich bin ehrlich, aber ganz ehrlich, für die PS1 ist das echt okay. Also die Models sind echt okay und das Voice Acting carried das ganze fucking Game. Das Voice Acting ist richtig gut in dem Spiel und ich werde ab und zu halt ein paar Sachen wahrscheinlich einblenden, dann werdet ihr sehen, was abgeht. Aber ja, nachdem fucking Stan Lee soll das sein, der Narrator von dem Ganzen, so ein kleines Intro gibt von wegen, yo, das ist passiert und Spider-Man ist in Schwierigkeiten, Leute, wir ballern, wird Black Cat introduced. Hey, Spider-Man. Hey Black Cat, was ist los? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht ist die CD Image detected worden. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich lieb's auch einfach, wie Black Cat einfach runterdroppt. Ohne Animation. Die hat einfach ihre Standardpose. Das ist so funny. Ich verstehe das nicht. Aber
dann haben wir auch schon die Kontrolle über Spider-Man und können anfangen zu schwingen. Und ich bin hier dreimal gestorben. Direkt am Anfang. Bin auch nicht stolz drauf. Aber ich kam einfach nicht wirklich mit dem Netzschwingen klar. Netzschwingen ist relativ clunky so, weil du wirklich immer nur in eine Richtung schwingen kannst. Aber an sich funktioniert das, wenn man sich dran gewöhnt. Es hat auch so ein Zielsystem mit L1 und so, aber das habe ich erst viel später benutzt. Und wenn man das wirklich benutzt, dann funktioniert das. Es ist halt kein Spider-Man PS4, das will ich damit sagen, oder? Das ganze Game läuft so ab, dass man halt Level für Level geht und halt Leute verprügelt, basically. Der erste Gegner, gegen den ich gekämpft habe, hatte auch wirklich so ein fucking Pech, okay? Weil ich wollte den eigentlich nur einspinnen und fertig. Aber dann habe ich außerdem diesen Dome aus Web gemacht und ihn einfach instant kaputt genukt. Das war ein bisschen lächerlich. Halt, der will seine Familie supporten und ich schicke ihn direkt zur Hölle, okay? Und ja, wir fangen das erste Level an und müssen praktisch zu so einer Bank gehen. Das ganze Level ist wirklich nur da, um einem die Basics zu zeigen, wie man schwingt, wie man kämpft und so. Oder wie man keine Überlebenden mehr hinterlässt. Je nachdem, wie er das erste Level spielt. Und hier gibt es echt wenig Stuff, das man wirklich verkacken kann. Auch wenn ich dreimal verreckt bin. Aber an sich zeigt es uns, wie alles funktioniert, oder? Dementsprechend finden wir auch Medipacks in dem Level, um zu zeigen, yo, so heilt man sich, oder? Nur ich habe keinen Schaden genommen, weil ich halt Gott-Gamer bin. Deswegen kam dann das. Ich bin schon topfit. Ich weiß nicht warum, aber die Line kriegt mich halt immer wieder. Es ist so funny. Noch lustiger ist es aber, wenn man sich das ganze Gameplay anschaut, weil nachdem ich dieses Top-Fit-Ding gemacht habe und immer durch das Minipack gegangen bin, springe ich einfach straight up in meinen Tod. Das ist ohne Kontext einfach so funny, ich verstehe es nicht. Nachdem wir also 5-mal in den Tod gesprungen sind, kommen wir endlich zur Bank und da kommt direkt die nächste Cutscene, bei der so ein Polizei-Hubschrauber kommt und sich denkt, yo, was geht, anderer Hubschrauber, was geht hier ab? Und dann dreht sich der Hubschrauber um und knallt ihm einfach die Fresse ein. Die da drin sind tot, okay? Die sind fucking verreckt. Und das Beste daran ist, danach kommt Spider-Man einfach und sagt das. Die Jungs machen ernst. Ach, glaubst du? Glaubst du das, Spider-Man? Hast du gesehen, was die mit diesem Heli gerade gemacht haben? Natürlich, Alter. Ach, keine Ahnung, das ist so strange. Auf jeden Fall ist da jetzt diese Verbrecherbande, die das Jade-Syndikat heißen. Kein Plan. Und die wollen sich die Bank gönnen, oder? Also müssen wir aufs Dach und versuchen, einen Weg in die Bank zu finden, basically. Und mit einem Weg in die Bank finden, meine ich, dass man super schlechten Ping hat und versucht, eine Scheibe kaputt zu machen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist der Letzte. Ich hoffe, die Geiseln sind noch alle okay. Hier wurden gerade 6 physikalische Gesetze gebrochen. Nicht nur eins, okay? Ich will einfach nur, dass ihr das wisst. Hoffe, es hat keiner was dagegen, wenn ich was einzahle. Das war ja nicht mal lustig. Das nächste Level ist die Bank. Und hier müssen wir praktisch einfach nur Geiseln befreien. Das ist so der Main Point, warum wir hier sind. Weil, wie schon gesagt, die wollen sich die Bank gönnen. Also müssen wir die Geiseln befreien. Und wenn wir sie nicht befreien, dann werden sie einfach aus der Existenz gewiped. Aber hey, Gott sei Dank ist Spider-Man hier. Und, kämpft gegen die Gegner und hängt nicht in der Luft fest und dreht sich dann und ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich bin auch froh, wie der Gegner einfach instant angefangen hat, meine Eier zu massieren, nachdem der ganze Glitch passiert ist. Das ist einfach so funny. Aber sonst bietet das Level nicht krass viel mehr. Es hat halt ein paar Rätsel, bei denen man halt durch Lüftungsschächte gehen muss und dann ein paar Knöpfe drücken muss und so. Nichts Krasses, aber ist ja klar, es ist das zweite Level. Das Level selber baut halt mehr auf Stealth auf. Heißt, wenn man von dem Jade-Syndikat erwischt wird, killen die direkt die Geiseln. Aber nicht direkt, sondern man wird erwischt, dann muss man die halt vorher killen. Ist es halt wichtig, nicht erwischt zu werden. Und das Level ging eigentlich ganz gut, weil ich einfach von der Decke aus alle direkt eingespinnt habe. Das heißt, die hatten nicht wirklich eine Chance, mich zu attackieren oder mich zu sehen. Aber ich habe es halt trotzdem verkackt. Mich wundert es nicht, weil ich dreimal am Anfang schon gestorben bin. Ich werde noch viel sterben, Leute. Ich sag's euch direkt. Gut, aber nachdem wir die ganzen Geiseln gerettet haben, kommen wir zum Safe und halt zum letzten Part von diesem Banklevel. Hier stellt sich nämlich raus, dass das Jade-Syndikat einfach eine riesige Bombe hat. Eine Bombe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Die sieht so fucking strange aus. Und die wollen damit praktisch die Bank in die Luft jagen. Nachdem wir also einen Knopf gedrückt haben, 3 Gegner besiegt haben, die Bombe geholt haben, noch einen Knopf gedrückt haben, Bombe in den Safe gepackt haben und dann den Safe zugemacht haben, ist das Level auch schon vorbei. Es ist super kurz. Aber wir haben die ganze Bank jetzt gerettet und können endlich weiter zum nächsten Part vom Spiel. Bei dem Peter J. Jonah Jameson anruft und ihm sagt, yo, ich habe Fotos vom Bankraub. Und ich weiß nicht, wo zum Fick der Fotos vom Bankraub haben soll. Vielleicht da, wo der rumgeglitscht ist, vielleicht hat er da ein Foto geschossen, ich habe keine Ahnung. Jonah, ich habe Fotos vom Bankraub. Parker, halt's Maul und ruf die Polizei. Scorpion ist hier, du... Das halt's Maul kriegt mich halt immer wieder, okay? Ich kann einfach nicht, ich finde diese Cutscene so lustig. Die hört danach auch direkt auf, also ich blick's nicht. Auf jeden Fall, wie wir es in der Cutscene mitbekommen haben, ist Scorpion jetzt beim Daily Bugle, den Peter immer Daily Bugle nennt. Ich weiß nicht warum. Wer ist ein Bugle, wären da 2 Gs, aber es ist nur 1 G. Das ist der Daily Bugle.
For fuck's sake, das ist so ikonisch, der Name. Wie kann man... Egal. Wir müssen jetzt dahin, bevor Scorpion zu JJ kommt und ihn einfach knallt, so. Und das Spiel hat sehr oft solche Momente, bei denen man gegen die Zeit raced oder einen irgendwas verfolgt. Und es hat alles immer diesen Balken, den man da oben sieht, oder? Und das ist cool, es ist effektiv, es funktioniert vor allem. Ich finde, der Part vor allem ist echt cool. Du hast so diese Urgency und Scorpion geht immer mehr zu Jonah. Und man will halt so schnell es geht da sein, um ihnen halt zu helfen, auch wenn er ein Arschloch ist, oder? Und wirklich, die reden auch miteinander dann zwischendrin. Dann zoomt halt der Kopf so rein, was ein bisschen gruselig ist. Ich, not gonna lie, aber ich weiß nicht, ich mag das. Nachdem wir also endlich zum Daily Bugle gekommen sind, ist da auch schon Scorpion und ist einfach direkt ein Bossfight. Und die Sache ist, ich mache immer diese Netzkugeln. Die machen echt viel Schaden und die sind richtig reliable. Heißt, man kann die echt gut benutzen. Problem ist, wenn man halt keine Netzflüssigkeit mehr hat, dann kann man die nicht mehr machen. Und das ist halt echt scheiße, aber ich habe das immer mir aufgehoben, um die gegen Scorpion zu verwenden. Dann ist mir nach, glaube ich, keine Ahnung, 12 Jahren, seitdem ich dieses Spiel schon spiele, ich spiele schon echt lange, okay, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ich die Möbel aufheben kann und gegen Scorpion werfen kann. Was für Netzflüssigkeit aufsparen. Ich werfe halt die 5 Sofas auf ihn, scheiß drauf. Und es funktioniert auch richtig gut. Und der Boss war da super easy deswegen. An sich hat er auch nicht krass viele Moves so. Er jumpt auf einen zu und dann greift er einen einfach an. Er kann halt dann noch seinen Stachel benutzen, aber mehr ist es nicht, oder? Und ich habe halt echt immer so distanzmäßig gemacht. Oder ich springe hin, schlag ihn ein paar Mal und gehe wieder zurück. Das waren so die Taktiken. Dieses ganze Möbel aufheben ist so ein Gamechanger. Das war richtig cool einfach. Keine Ahnung. Ach ja, man muss auch J. Jonah Jameson während dem Bossfight gegen Scorpion noch beschützen so. Aber Scorpion ist eh mehr auf einen selbst fokussiert, außer man haut halt ab, oder? Und geht out of sight. Was in dem Bossfight nicht wirklich passiert. Deswegen, ja, der hat auch einen kleinen Lebensbalken erst da. Und er wurde nicht übersetzt, als sich die Scenery gewechselt hat, was echt funny ist. Nachdem wir also den Bossfight geschafft haben, ist J. Jonah Jameson extrem undankbar dafür, dass wir ihn gerade vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Und wir kriegen diesen Gem. Ist der Officer. Auf sein Konto geht der Überfall auf die Science Expo. Erschießen Sie ihn doch jetzt. Erschießen Sie ihn doch jetzt. So, hey, bitte bringen Sie ihn doch einfach um. Danach kommt, by the way, noch Daredevil und sagt so, yo, ich kann nicht glauben, dass du es warst. Ich muss sicher gehen. Und dann sagt Spider-Man, yo, ich war es nicht. Und Daredevil so, yo, ich weiß, dass du nicht lügst. Das ist meine Superkraft. Also, ich verpiss mich dann. Und dann kommt er nie wieder vor. Also, ich verstehe auch nicht, was das sollte. War wahrscheinlich einfach nur eine Cameo. Aber hey, sehr cool. Das nächste Level ist, by the way, einfach diese riesige fucking Hubschrauber-Chase-Sequence, okay? Man wird halt von 2 Hubschraubern verfolgt, die einen einfach mit Raketen abballern. Aber nicht einen direkt, sondern die zielen immer auf die Sachen neben einem. Ich glaube, der ist schon längst tot, Mann. Ich glaube, das war echt am Ende nicht nötig. Und wenn ich sage, dass diese Hubschrauber-Sequence riesig ist, dann meine ich das wirklich ernst. Ich glaube, es sind so 3 Level hintereinander, nur das, in verschiedenen Szenarien. Und es ist echt ein bisschen lächerlich. Ich wünschte, die hätten das ein wenig gecuttet, aber es funktioniert, wie es ist. Ganz ehrlich, die Spannung ist auf jeden Fall high. Man will nicht erwischt werden, weil ja sonst das passiert, was ich gerade gezeigt habe. Die haben nämlich No Mercy, so. Man muss halt auf jeden Fall an Gebäuden entlang schwingen und versuchen, da wegzukommen, so. Und hier ist die Musik auch übel hart am Bang, okay? Allgemein, der ganze Soundtrack in dem Game ist übel geil, so. Die Musik klingt wirklich wie so 90er, 2000er Nu-Metal, oder? Heißt extrem heftige Gitarren, übel bouncy Riffs. Und dann ist das halt alles gemischt mit so einem Oldschool Electronic Synthesizer, was halt super cool klingt. Das ist wie, als wäre das eine Rave auf einer Metal-Show. Das ist einfach der geilste Scheiß. Neben dem Standard-Wegrennen von dem Helikopter muss man dann auch an so einem Gebäude hoch. Und der Part von dem Level ist ein bisschen strange, weil es ist dasselbe wie beim ersten Part vom Level. Nur man krabbelt halt jetzt hoch und die Raketen treffen immer ganz genau die verbarrikadierten Fenster von dem Gebäude. Deswegen kann man das in dem Part vom Level viel besser predikten als in dem davor, weil in dem davor hat es einfach random Sachen kaputt gemacht. Dort ist es ein bisschen mehr telegraphed, was jetzt kaputt geht. Man kann da richtig gut dagegen vorgehen dann in dem Fall und halt überleben, oder? Und das ist ganz geil. Ich fand es so ein bisschen weird, als Licht einfach ausgegangen ist und die einen auf einmal nicht mehr gesehen haben. Also das war einfach ein bisschen strange. Aber sonst, weißt du, ist cool. Geht mir ein bisschen zu lang, aber ist sonst echt cool. Was nicht so cool ist, ist die Nachricht, die Black Cat für uns hat, weil die taucht jetzt auf und denkt sich so, brah, let's go. Venom hat Times Square übernommen und ist da gerade auf dieser riesen Leinwand und hat eine Nachricht für dich. Und Rhino ist irgendwo anders und klatscht gerade Leute gegen die Wand. Also hören wir uns erstmal an, was Venom zu sagen hat und gehen dann zu Rhino basically. Und Venom hat einfach Mary Jane entführt. Ich weiß, sie wird dauernd entführt, aber er hat es einfach geschafft, er hat es einfach gemacht, let's go. Und Spider-Man so, Junge, schon ist 20
siebte Mal, was ist hier los? Und sagt aber, yo, die Leute bei Rhino brauchen eher meine Hilfe, also kümmern wir uns erst darum und dann gehen wir zu Venom. Ich meine, Mary Jane hat ein bisschen Erfahrung damit, entführt zu werden. Wird sie es, glaube ich, schaffen, ganz ehrlich. Also kommen wir direkt von diesem Helikopter-Ding in den Rhino-Boss-Fight, der damit anfängt, dass Black Cat einfach querschnittsgelähmt wird von ihm. Halt, die landet im Krankenhaus, bei dem Goblins angestellt sind. Aber die sagt auch zu Peter, dass das kein richtiger Krankenwagen ist. Also, die wird jetzt praktisch einfach aus dem Spiel geworfen für eine Weile, okay? Das ist der einzige Point, warum das da ist. Ich verstehe halt nur nicht, warum die Bösewichte so die auffälligsten fucking Sanitäter genommen haben, die existieren, okay? Selbst unter einer Brücke würden die weird aussehen. Ich verstehe das nicht. Aber ich bin hier gerade ein bisschen voreilig. Die Cutscene kommt nämlich erst nach dem Bossfight, oder? Und der Bossfight an sich ist ziemlich straightforward. Wie jeder andere Fight eigentlich, seien wir ehrlich. Man muss praktisch Ryan in diese Elektroscheiße reinballern. Und das macht man, indem man ihn so stierkampfmäßig anlockt. Er ladet seinen Run halt kurz auf und dann rennt auf einen zu. Und das ist praktisch super simpel. Man muss halt immer wegspringen oder über ihn drüber springen und dann muss er entweder in dieses Elektrozeug rein oder gegen eine Wand und dann kann man ihn schlagen. Super simpel. Ich bin trotzdem gestorben. Ja, boy, ihr kennt mich. God Gamer am Start. Nachdem wir den aber geschafft haben, sehen wir das Ganze mit dem Goblins und dass Black Cat nicht mehr im Spiel sein wird bis zum letzten Level. Deswegen, ja, sehr cool. Und ratet mal, wer den Krankenwagen fährt. Oh, ich wundere mich, wer hier der Bösewicht ist. Ist ja nicht so, dass er jetzt auch noch fucking Rhino abgeholt hat vorher. Der ist so klar der Bösewicht. Ich verstehe nicht, warum die den so in the Shadows halten. Ich blick's nicht. Gut, aber nach dem Ganzen chillt Spider-Man auf der Freiheitsstatue und chillt dort mit, ich glaube, der heißt Johnny Storm. Ich weiß nicht, wie der heißt. Die Human Torch von Fantastic Four praktisch, oder? Der ist halt da für 2 Sekunden. Ähnlich wie bei Daredevil. Spider-Man erzählt ihm halt, was alles passiert ist. Und jetzt sucht er natürlich Venom, weil Venom hat Mary Jane gefangen genommen. Und dann denkt er sich so, yo, fuck it, ich swing einfach. Und dann spawnt Venom direkt hinter ihm. Und jetzt beginnen wir praktisch mit den Leveln, die ganz viel mit Venom zu tun haben. Und die Cutscenes von diesen Leveln sind so funny, okay? Das ist unglaublich. Ich werde im Laufe des Videos auf jeden Fall die besten Szenen davon zeigen. Also, keine Sorge. I got you. Auf jeden Fall müssen wir ihn jetzt hinterher rennen und ihn praktisch fangen. Und das Level hat den gleichen Balken wie bei dem Scorpion-Level. Nur diesmal ist es so, dass wir nah an Venom sein müssen. Und sobald wir zu weit weg sind, haben wir halt verkackt, oder? Ich finde aber, dass bei dem Level viel mehr auf dem Spiel steht, als bei dem Level mit Scorpion. Weil bei dem Level mit Scorpion haben wir nicht wirklich gesehen, was passiert. Man hat jetzt nicht das vor Augen gehabt, wie nah Scorpion dran ist. Hier ist es so, dass man Venom erwischen muss und den immer im Auge behalten muss. Und er ist ja physisch da und haut ab. Und man kann es halt verkacken. Und ich weiß nicht, das gibt dem Ganzen irgendwie voll diesen Drang, dass man den echt fangen muss. So. Und währenddessen ist Venom wirklich nur am Jokes reißen, okay? Mein Lieblingspart ist wirklich, wenn die dann dieses Haus reincrashen und ich zeige es euch einfach. Vorsicht, Lady! Oh Gott! Aus dem Weg! Du! Sei vorsichtig, Parker! Es ist gefährlich! Autsch! Mein Zeh! Autsch! Mein Zeh! Vorsicht, Lady! Oh Gott! Tut mir leid, Lady. Hab nichts gesehen. Ich lieb, dass das einfach nur so 4 Voice-Lines sind oder so. Und die wurden einfach reingeballert. Aber es hat alles so einen unglaublichen Charme, okay? Ist insane. Ab dem Punkt, bei dem Venom sich dafür entschuldigt, eine Frau nackt zu sehen, okay? Dann weiß man, dass das Spiel fucking nice ist. Und als Kind habe ich mich so kaputt gelacht bei der Line, okay? Aber jetzt auch als Erwachsener kann ich das einfach appreciaten, weil es einfach... Das Voice-Acting carried super viel in dem Game und gibt dem Spiel so einen coolen Charme. Es ist lächerlich. Gut, aber vor dieser Cutscene kriegen wir noch die Spidey-Panzerung, die einfach mitten auf einer Baustelle liegt. Ah, die gute alte Spidey-Panzerung. Ich denke mal, es ist ein New York-Ding? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt uns die Panzerung praktisch noch einen weiteren Lebensbalken. Und die ist relativ hilfreich. Kommt, glaube ich, nur 1-2 Mal wirklich vor im Game. Aber für die Male, wo es vorkommt, hat sie echt sehr viel geholfen. So, deswegen, let's go. Cooles Feature eigentlich, ganz ehrlich. Genauso cool sind auch diese Comicbücher, die genau neben der Panzerung waren. Weil, falls ihr die vielleicht gesehen habt, es gibt einen von diesen Comics pro Level. Und wenn man alle sammelt, kriegt man den Spider-Man 2099er Anzug, der halt super stark ist und neue Fähigkeiten hat und so. Allgemein hat das Spiel echt viele Kostüme, die man anziehen kann, die einem verschiedene Buffs oder Debuffs geben, je nachdem, weil man kann zum Beispiel auch als normaler Peter Parker rumhängen. Man hat halt dann nur 2 Netzpatronen, die man immer nutzen kann und das ist basically der extra Hard Mode für die Irren, die das Spiel 200-300% sogar. Aber ja, die Comics kann man halt sammeln und man kann sich halt das Cover davon anschauen und das ist ganz cool. Und ich muss sagen, dieses Ganze mit den Kostümen ist super cool gemacht, weil das dem Spiel einen Haufen Replay-Value gibt. Weil das Spiel an sich echt kurz ist. Aber so kann man so viele verschiedene Versionen davon spielen, was halt echt geil ist. Nachdem wir also Venom eingeholt haben, passiert diese Scheiße. Wenn du kämpfen willst, folge mir!
Ich finde super, dass seine Zunge halt stark genug war, ein fucking Loch zu hinterlassen. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel so liebe. Aber ja, ihr habt ihn richtig gehört. Er will mit uns kämpfen. Deswegen ist das nächste Level auch einfach ein Bossfight gegen ihn. Und bei Gott, der Voice-Actor von ihm ist so toll. Ich blick's nicht. Wo ist denn der Spider-Waschlappen? Spider-Weichei! Komm raus und spiel mit mir! Ich weiß nicht, es ist einfach so eine coole Introduction zu dem Bossfight selber. Es geht einfach echt ein bisschen fett ab. An sich ist der Bossfight aber halt wie alle anderen Bossfights im Spiel bisher, oder? Man kämpft halt ein bisschen, springt weg, benutzt hauptsächlich die Netze, bis man keine Patronen mehr hat. Nur eine Sache, die kein anderer Boss bisher gemacht hat, ist Spider-Man einfach abzulecken. Das passiert sehr oft. Dann geht aus irgendeinem Grund Spider-Man sehr, sehr nah ans Mikrofon und sagt irgendwas von wegen Mundgeruch. Du hast Mundgeruch. Das ist so penetrant in den Ohren, das ist ein bisschen lächerlich. Die Animation geht auch 1000 Jahre. Halt, geht es vielleicht schneller? Kannst du deinen Fetisch vielleicht ein bisschen schneller ausleben hier? Ich will gegen dich kämpfen. Wo ich sagen muss, dass es schon ziemlich hot ist. Also ich verstehe es, dass es lange dauert. Eine Sache, die ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass Venom sich in dem Spiel sehr viel rumteleportiert. Ich finde, es ist so die einzige Version von Venom, vor allem in Spielen, bei denen der sich so teleportieren kann. Ich meine, es funktioniert für den Fight, auch wenn ich sagen muss, dass es den Fight einfach nur fucking langsam macht. Also nein, es funktioniert nicht wirklich für den Fight. Ich habe euch alle verarscht. Aber ja, man schlägt ihn, er teleportiert sich. Man schlägt ihn, er teleportiert sich. So kann man ihn echt nur minimal Schaden machen. Das ist ein bisschen Pain. Nachdem wir ihn also mit Mülltonnen beworfen haben und unter den Mülltonnen halt Leben war und ein Comic, keine Ahnung warum, haut er die Kanalisation ab. Und das durch wohl den größten Eingang in sowas. Ich weiß nicht, sehen Kanalisationen so aus? Das ist viel zu riesig für sowas, oder? Wenn da einer auszusehen reinfällt, ist man instant tot. Und falls ihr mir nicht glaubt, hört euch Spider-Man an, wenn er da fucking runterspringt. Selbst der hat Angst um sein fucking Leben. Naja, nachdem Spider-Man also auf dem Boden aufgeklatscht ist, aber ihm nichts passiert ist, weil er tatsächlich ein Supermensch ist, kommen wir zum Kanalisationslevel. Und das Spiel wastet auch überhaupt keine Zeit damit, uns die neuen Gegner zu zeigen von der Area. Und das sind die Echsen. Die Echsen gehören tatsächlich zu Dr. Kurt Connors. Und das ist die Echse. Das ist die Big Echse. Der macht die kleinen Echsen. Er hat so ein Serum, dem macht er die Echsen. Und der ist in der Kanalisation und chillt dort. Und deswegen sind die Gegner Echsen, weil die alle von ihm kommen, oder? Und das erste Level ist relativ straightforward. Man bewegt sich in diesem irrsinnig riesigen Tunnel an fucking Rohren. Welche Kanalisation sieht so aus? Das sieht für mich aus wie die Scheiße bei Kingdom Hearts 2 in Hollow Bastion bei der Tronwelt, okay? So sieht es für mich aus. In viel dreckiger, to be honest, weil die Scheiße bei Kingdom Hearts war immer richtig clean. Weiß nicht, wie die sauber kriegen, aber hey. Und das Beste ist, Venom weiß ganz genau, was er tut. Er haut ab und wir chasen ihn die ganze Zeit durch das Level. Und er verarscht einen auch immer mal wieder. Und gerade, wenn wir ihn fast haben, jumpt er auf den Zug. Und das nächste Level ist dann auf diesem Zug. Und ich kann euch sagen, dass der Shit, wenn man ihn nicht versteht, absolut schrecklich ist, okay? Also ich habe mich bei meinem allerersten Playthrough und auf twitch.tv/bloodleafsalwaysbeplugging so übel aufgeregt, okay? Weil es einfach so random wirkt. Man muss praktisch eine gewisse Zeit, bis der Zug halt an der Stelle ankommt, wo das Level aufhört, gegen Echsen kämpfen, die konstant spawnen. Aber ein falscher Step und man fliegt runter. Und die Animation, wenn man runterfliegt, ist echt fucking lustig. Der kullert einfach in den Abyss. Das ist so fucking lustig. Das ganze Level besteht daraus, einfach nur die ganze Zeit zu kämpfen und zu überleben. Weil ein falscher Step direkt den Tod bedeutet. Und es ist nicht nur, dass man nicht getroffen werden darf. Weil wenn man falsch schlägt, kann es sein, dass man einfach zu weit nach vorne geht und runterfliegt und so. Mir ist es bei meinem zweiten Playthrough, von dem ich das Gameplay jetzt auch habe, nicht wirklich passiert. Ich hatte da richtig gute Idee, was ich mache, weil ich genau wusste, wie die Medipacks jetzt spawnen. Weil die haben immer einen bestimmten Weg, wie die spawnen. Die spawnen einmal links, einmal rechts und das gleiche mit den Netzpatronen. Das heißt, ich konnte mich richtig gut hinstellen, um gerade so genug Leben zu haben. Aber beim ersten Playthrough habe ich das nicht gecheckt. Also war das ein absoluter Albtraum. Weiß nicht, ob ich Clips davon habe, aber ich hoffe, ich habe Clips davon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, punch einfach durch die Echse durch. Das ist eine gute Idee, Peter. Oh, dann kommt... Und dann sagt er, ich bin schon topfit. Dieser Wichser. Ignoriert die Bärenmütze, das war eine andere Zeit. Gut, aber wenn wir das überlebt haben, werden wir von Venom einfach in ein weiteres Loch geschlagen. Das wieder viel zu fucking groß ist, aber ich fange jetzt erstmal nicht mehr darüber an zu reden. Und wir landen dann in dem Level mit diesem absoluten Banger-Track, okay? Das ist an sich so mein Lieblingstrack im gesamten Soundtrack, oder? Und ich würde es euch auch super gerne im Kontext mit dem Level zeigen. Aber naja, wie soll ich das am besten erklären? Die Echsen haben richtig viel geschrien und das so hart, dass man den Song nicht mehr hört.
Ja, das ist überhaupt nicht ätzend oder so, alles cool. Naja, aber hier fängt die Kanalisation auch an, mit Wasser zu spielen, also so Wasser als Hindernis, oder? Und mit Hindernis meine ich, dass man halt ge-one-hitted wird, sobald man auch nur einen kleinen Zeh da reinsetzt in das Wasser, okay? Der ertrinkt instant. Ich verstehe nicht, warum man nicht mal ansatzweise schwimmen kann. Halt, der sinkt schneller als ein Anker, ich blick das nicht. Hat der fucking Ambosse in den Schuhen? Halt fucking goofy ass. Dementsprechend geht's in dem Level darum, einfach mit verschiedenen Hebeln den Wasserspiegel anzuheben oder das Wasser halt abfließen zu lassen, je nachdem, was man braucht. Und dann machen wir halt ein paar Tore auf und navigieren basically durch das Level in der Manier und das halt die ganze Zeit. Es ist ein sehr kurzes Level und es funktioniert bis auf diese eine Stelle, okay? Bei der man das Wasser abfließen lässt und dann muss man warten. Aber man kann nicht wirklich nach unten schauen und schauen, ob das Wasser weg ist. Das heißt, man wartet und denkt sich, yo, kann ich jetzt oder kann ich nicht? Man will ja nicht zu viel warten, weil man halt natürlich weiterspielen will, oder? Aber man kann auch nicht zu kurz warten, weil sonst stirbt man und muss das ganze Level nochmal machen. Was nicht viel ist. Aber glaubt mir, ich bin so oft in diesem fucking Level ertrunken. Es ist nicht mehr lustig. Und im nächsten Level ist es nicht besser, okay? Man hat da praktisch, nachdem man sich durch ein paar der Echsen wieder gekämpft hat, ein paar Knöpfe gedrückt hat, um weiterzukommen, gibt's da diesen Lüftungsschacht, durch den man durchgeht oder diese kleine Öffnung. Man geht durch und muss dann wieder versuchen, nicht zu ertrinken, indem man einfach so schnell es geht, zur Sicherheit krabbelt, während der Wasserspiegel halt von alleine ansteigt und dann wieder absinkt. Das ist so eine Tomb Raider-Situation von Crash 3, oder mit dem Wasser. Und es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Man muss halt nach vorne drücken und einfach ein bisschen anticipaten, wann das Wasser runtergeht. Man kriegt ziemlich schnell einen Rhythmus und einen Flow dafür. Aber ja, I don't know, mir macht es einfach ein wenig Angst. Es hilft halt auch nicht, dass halt Spider-Man so voll die Voicelines hat, die einem übel Anxiety geben, so. Obwohl er nicht mal wirklich in Gefahr ist, aber er sagt dann so, yo, schneller, schneller. Bewegung, Spidey, los! Ich weiß nicht, das Ganze ist einfach ein wenig Anxiety-inducing. Ich mag das nicht. Genauso wenig mag ich das nächste Rätsel, bei dem ich wirklich glatt 15 Minuten hängen geblieben bin. Ich muss praktisch zwei Knöpfe drücken, die diese vier Türen öffnen, hinter der Venom ist. Und ich habe alles gemacht. Ich bin hochgegangen, runtergegangen, habe die gleichen Knöpfe die ganze Zeit gedrückt und am Ende musste ich wirklich nur den roten und einen blauen Knopf drücken. Es war so fucking einfach. Und das habe ich auch immer einfach hinbekommen. Aber dort bin ich einfach so abgelenkt worden wegen irgendwas, dass ich einfach 15 Minuten rumgeirrt bin. Im nächsten Level ist das dann passiert, im ersten Playthrough, den ich on Stream gemacht habe. Wieso rennst du an ihm vorbei? Spider-Man? Ich glaube, ich hatte noch nie so einen lustigen Controller-Ausfall in meinem gesamten Leben. Und ich bin froh, dass das on Stream passiert ist. Auf jeden Fall geht es in dem Level darum, dass man durch so ein Labyrinth gehen muss. Und eigentlich ist ganz am Anfang die Echse, zu der man hingehen kann. Und die chillt da einfach und sagt, yo, willst du ungefähr wissen, wo Venom ist? Hier sind ein paar vage Richtungen, die zu ihm führen. Und die sind richtig. Das, was er sagt, stimmt. Nur das Problem ist, er sagt es einem nicht nochmal. Das heißt, man muss sich die merken oder halt aufschreiben. Problem ist, in meinem Playthrough bin ich einfach dran vorbei und habe es einfach so hinbekommen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich das echt gerne in meinem Playthrough erlebt hätte. Halt für die Experience, oder? Ich fand das früher immer super cool und hab's mir dann halt wirklich aufgeschrieben. Und es ist auch super cool, dass man, wenn man durch das Labyrinth geht und dann an so Dead Ends vorbeikommt, dass dort auch immer dran steht, warm, kalt, halt je nachdem, wie nah man wirklich am Ausgang ist, oder? Und das fand ich einfach echt kreativ immer. Nachdem wir das Labyrinth also gelöst haben, kommen wir zu Venom und können endlich Mary Jane retten, die in der Mitte von dem fucking Raum ist und tatsächlich am Ertrinken ist. Schöne Zeiten für MJ, ich sag's einfach, wie es ist. MJ! Jetzt mal ehrlich, die Voice von Spider-Man ist super cool, aber warum hat er das so schnell gesagt? MJ! MJ! Ich fühle mich so dumm. Mary Jane sieht durstig aus. Wofür ist wohl dieser Schalter? Peter, stell das Wasser ab!
Es klingt immer für mich so, als würde Mary Jane denken, dass Peter das Wasser angemacht hat. Und würde sie das Gameplay von dem Fight sehen, hätte sie sogar recht. Weil Venom immer neben dem Schalter ist und ich versuche, ihn zu treffen. Und dann werfe ich eine Netzkugel, verschwende meine Netzpatrone und treffe den Schalter, um meine Ehefrau zu ertränken. Win-win-Situation hier. Ja, aber tatsächlich ist das auch der ganze Boss. Ich habe den komplett beschrieben. Venom macht manchmal das Wasser an, um Mary Jane halt zu ertränken. Wir müssen es ausmachen und ihn dann halt verprügeln und ein bisschen Schaden machen. Er spawnt an 4 verschiedenen Punkten und das ist immer in der Nähe von dem Schalter. Das heißt, ich habe dauernd die Schalter getroffen. Es ist crazy, wie hart man nicht wirklich zielen kann in dem Game. Das wird in dem späteren Bossfight noch schlimmer, aber dazu kommen wir noch. Wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte, okay? Auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen zusammengerissen und Peter hatte auch mal Bock, auf Venom zu zielen, statt seine Ehefrau zu ertränken. Deswegen haben wir Venom besiegt. In der darauffolgenden Cutscene kriegen wir mit, warum Venom überhaupt das Ganze mit uns gemacht hat. Der Point war einfach, dass er dachte, wir waren das in der Science Expo und wir haben diese Maschine geklaut. Aber er und Eddie haben sich in der ersten Cutscene halt gesehen. Also kann das gar nicht sein. Also denkt sich Peter, Junge, fick dich und schlägt ihn die ganze Zeit und sagt ihm, Bro, ich war bei dir, please. Und dann kommt so eine lustige Line. Du und deine Frau sind unschuldig, Parker. Unser Pech. Unser Pech? Ich bring dich um. Diese Line killt mich immer, wenn ich sie höre. Dieses unser Pech, Alter. Hilfe. Gut. Aber nachdem wir Mary Jane gerettet haben, kommt noch eine weitere Cutscene, bei der Peter mit Venom so ein bisschen redet und die brainstormen praktisch, wer hinter dem Angriff vom Anfang des Spiels stecken könnte. Und die Interaktion ist einfach fucking cool. Neben dem, dass die Submariner beide komplett anders aussprechen, haben die eine richtig coole Chemie zusammen. Wer könnte Octavias Technologie stehlen wollen? Oh, wir wissen's. Wer? Der Submariner? Der Submariner? Jetzt mal im Ernst, ja? Der mächtige Tor? Bist du vollkommen durchgedreht? Ach, vergiss die Frage. Galactus? Vergiss es, Eddie. Ich brauche Jamesons Hilfe. Ich liebe das einfach. Ich könnte euch wirklich alle Cutscenes einfach zeigen, wie sie sind. Und das wäre der unterhaltsamste Scheiß auf dem Planeten. Naja, aber wie ihr es schon in der Cutscene gehört habt, schlägt Peter vor, dass wir zum Daily Bugle wieder gehen, oder? Und der nennt ihn wieder Buggle. Und ich weiß nicht, warum er den dauernd Buggle nennt. Da sind keine 2 Gs. Er macht mich echt wütend damit. Ich brauche Jamesons Hilfe. Gehen wir zum Buggle. Oder du hältst deine Fresse, je nachdem. Nachdem wir also zum Buggle gegangen sind, verhält sich Venom echt komisch und name-droppt Carnage aus dem Nichts. Ich meine, es war klar, dass das Carnage ist, dass ein anderer Symbiont, der ein irres Gelächter hat. Das ist Carnage, das wissen wir, aber der droppt es so nonchalant, als wäre die Überraschung egal. Aber dann behalten die den ganzen Doc Ock Reveal bis zum Ende einfach. Ich verstehe hier die Prioritäten nicht, okay? Es wundert mich. Auf jeden Fall sagt Venom, dass er Carnage spüren kann und ihn aufhalten muss. Also haut er erstmal ab, damit wir alleine in dem Level sind, oder? Und direkt danach kommen ein Haufen Symbioten. Ich weiß, by the way, dass ich während der ganzen Review die Symbioten oder die Symbionten halt immer anders ausspreche. Aber ich mag irgendwie beide Aussprachen, deswegen werde ich auch beide weiterhin benutzen. Also tut mir echt leid, Mann. Auf jeden Fall, ja, die Symbioten sind der Hauptgegner in dem ganzen Kapitel. Und das Besondere an denen ist, dass man die echt schwer besiegen kann. Man kann die halt verprügeln, bis sie halt platzen. Und das funktioniert, aber es ist echt anstrengend, vor allem weil die einen Haufen Damage machen und echt zäh sind für das, was die sind. Was ich weird finde, weil die einfach ein Haufen Schleim sind, aber ja, man muss die tatsächlich mit Feuer besiegen und das ist eine Sache, die wir viel später kriegen und dann werde ich auch darüber reden. Aber erstmal sollten wir uns auf die Mission fokussieren. Und zwar ist es so ähnlich wie die Bankräuber-Mission ganz am Anfang. Nur statt den Bankräubern sind es Slime-Kugeln, die zu Monstern werden. Ich glaube, akkurater kann ich es nicht beschreiben. Und wir müssen die Geiseln, die dort sind, halt rausholen und versuchen, dass die nicht von den Symbionten umgebracht werden, oder? Das ist so die Sache. Und es ist viel einfacher als das mit den Bankräubern, weil bei den Bankräubern, wenn man erwischt wurde, hat man nur ein bisschen Zeit gehabt und dann ist das Level direkt gerestartet. Hier ist es so, dass man halt eigentlich nichts machen muss. Wirklich, also man hat unendlich Zeit, da irgendwas hinzukriegen. Und ich habe auch ums Verrecken nicht gecheckt, was ich hier machen sollte. Also ich glaube, man hat locker 15 Minuten von mir, wie ich einfach rumrenne und keinen Plan habe, was ich tue. Aber ja, man muss tatsächlich am Anfang des Levels einfach nur ein Netz durch dieses kaputte Fenster schießen. Und das ist alles, was man hätte machen müssen, um die letzte Geisel zu befreien. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Es lag einfach daran, dass ich nicht dachte, dass das Spiel sowas Cleveres überhaupt kann. Ich unterschätze das Spiel in dem Bereich sehr oft. Ich denke mir immer so, kann das Spiel das überhaupt? Hat das Spiel irgendwas, was nur ansatzweise
crazy deep ist. Auch wenn es so was Banales ist, wie durch ein kaputtes Fenster schießen. Aber es ist halt so. Das muss man so machen. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir endlich in den Aufzug. Und da geht's auch weiter zum nächsten Level. Das nächste Level ist wirklich nur so eine Aufzugsfahrt. Wir müssen einfach nur auf einen Aufzug warten, der langsam das ganze Gewebe von den Symbionten halt kaputt macht. Und dann müssen wir einfach ein paar Schalter aktivieren. Das klingt sehr simpel. Aber diese Symbionten haben mir so fett in den Arsch getreten, okay? Die haben mich vernichtet. Ich meine das ernst. Die waren so mies zu mir. Ich bin locker 5-mal oder 6-mal gestorben. Es war echt beschissen. In dem Level hier merkt man auch wirklich, dass man ohne das Feuer, was erst im nächsten Level kommt, nicht gegen die kämpfen kann. Halt überhaupt nicht. Die sind so unglaublich zäh. Die sterben nach 8 bis 9 Hits. Und nach jeder Dreier-Kombo ballern die dir einen Treffer rein, der super viel Schaden macht. Man stirbt so nach 3-4 Angriffen. Oder 2. Ich weiß nicht. Die Schadensverteilung ist relativ unbalanced, aber so 2 bis 4 Hits ungefähr. Und die können auch noch auf einen kotzen und haben besseren Aim als ich, wenn ich meine fucking Toilette treffe beim Pissen. Die sind genau so. Nur ihre Spucke ist die Pisse und ich bin die fucking Toilette. Junge, nach diesem Video muss ich eine Entschuldigung auf Twitter machen, ich schwöre Gott. Aber um nochmal zurück zu den Knöpfen zu kommen, okay? Die zu treffen, während ein Symbiont hinter einem ist, ist fucking unmöglich, okay? Weil Spider-Man sich denkt, yo, muss ich den Knopf drücken oder den Symbiont schlagen, der direkt hinter mir ist? Und dann schlägt er den Symbionten hinter ihn. Er dreht sich sogar komplett um und boxt den, während vor ihm der fucking Schalter ist. Weil die Aktion für den Schalter ist auf der gleichen Taste wie das Schlagen. Und wisst ihr, das ist das gleiche Problem wie bei Sonic Unleashed, als sie den Homing Attack auf den Boost gelegt haben. Keine gute Idee. Und dasselbe ist hier. Nur schlage ich dann irgendein Schleimviech, statt endlich aus diesem Höllenloch rauszukommen. Nachdem ich mich also in einen Kokon gesponnen habe und dann geheult habe, weil dieses Level einfach mich gebrochen hat ein wenig, habe ich es endlich geschafft, die paar Knöpfe zu drücken und weiterzukommen. Und jetzt sind wir in der Druckerpresse vom Daily Bugle. Und nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir in der Location sind, ist da schon so ein Tor mit 2 fetten Eiern an den Seiten. Und ich denke mir, yo, ein bisschen weird für ein Spider-Man-Spiel. Dann kommen da die Symbioten raus. Ein Symbiotengenerator. Nein, bitte nicht. Aber hey, wenigstens können wir unser Leben beenden, indem wir in die Druckerpressen reinlaufen. Weil das ist praktisch das, was ich machen würde, wenn ich sowas in echt sehen würde. Dann kann ich mal sagen, dass die Animation echt funny ist. Also der ist einfach nur seitwärts und wird da einfach reingezogen. Halt instant. Das ist so ein Dead Space-Tod. Ich weiß nicht, was das hier verloren hat. Auf jeden Fall müssen wir hier diese ganzen Generatoren kaputt machen, die diesen Symbionten herstellt. Und hier haben wir endlich das Feuer. Was ich seit fucking 2 Level so hype, als wäre das so das Geilste auf dem Planeten. Aber ja, das ist praktisch so eine Art Netzpatrone, so eine volle Netzpatrone mit Netz, das brennt. Und Peter sagt praktisch so, yo, das ist Magnesium, wenn ich das benutze, dann brennt mein Netz. Und ja, mehr ist das nicht. Das Geilste daran ist aber, man kann die jetzt einfach einspinnen und die gehen instant drauf, okay? Das ist wie so eine Folge Supernatural. Halt, es geht übel ab. Diese Wichser haben so viel Probleme bereitet, die letzten Level. Das ist echt ziemlich geil, die so schnell sterben zu sehen. Trotzdem hätte ich echt gern die Eier ungeschehen gemacht. Ich bin ehrlich. Ach ja, und hier ist der Soundtrack, einfach Gorilla Radio von Rage Against the Machine. Ich fand das echt lustig, das ist das gleiche Riff. Aber ja, nachdem wir die Generatoren kaputt gemacht haben, müssen wir tatsächlich noch weiter runter, weil unten sind noch mehr von den Generatoren. Und aus irgendeinem Grund weiß das Spidey. Ich weiß nicht von wo. Vielleicht hat er es in den Zeitungen gelesen, bei denen er halt reingesaugt wurde. I don't know. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt da nach unten. Und sobald wir ans Levelende hinkommen, springt er einfach einmal. Es macht einfach keinen Sinn für mich. Vielleicht braucht er langsam eine Brille. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier, genauso wie oben, einfach mehr Generatoren kaputt machen. Nur hat es hier noch ein kleines Gimmick. Und zwar ist man einfach ein Stem von Evil Within. Ich habe keinen Plan, was das für eine Area sein soll, okay? Die ist anscheinend im Daily Bugle, aber der sagt einfach nur, das ist der Keller vom Daily Bugle. Der Keller vom Daily Bugle. Ich schwör's bei dir, wenn du mir noch einmal mit diesem fucking Bugle kommst, okay? Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass der Keller vom Daily Bugle einfach so eine mittelalterliche Torture Chamber ist, okay? Apropos Torture Chamber, so fühlt sich das Level auch ein bisschen an und das hat einen bestimmten Grund, okay? Halt, die Generatoren waren bisher einfach ganz normal in einem offenen Bereich. Die waren nie wirklich extrem krass versteckt. Dann dachte sich dieses Level aber, dass es cool wäre, einen Schalter in einem der Öfen zu verstecken. Man kann da einfach hochgehen und dann ist da so ein Secret Room mit so einem Schalter, der dann die Tür zu einem Generator aufmacht. Bro, wie hätte ich das rausfinden sollen? Ich war im Stream so eine halbe Stunde in dem Level und bin verzweifelt, okay? Das war ein absoluter Albtraum. Dann bin ich halt online gegangen und habe nach irgendeinem Guide geschaut. Halt
Fuck off, Game, okay? Fick dich. Aber was Positives hat das Ganze. Wir treffen nämlich endlich auf diesen fucking Imposter, okay? Diesen fucking Among Us Sussy Boy, okay? Ich höre auf, so zu reden. Wir sind nicht mehr in 2020. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den Betrüger gefunden und dann machen die funny Spider-Man-Meme. Und ab dem Punkt hätte ich ihm einfach die Eingeweide rausgerissen, okay? Aber Spidey macht sowas nicht. Deswegen jagt Spider-Man den Betrüger noch einen Raum weiter und dort konfrontiert er ihn dann. Wie sollen wir denn sonst die Boss-Arena-Setup? Am I right, guys? Und es stellt sich raus, dass es tatsächlich Mysterio ist. Nachdem er halt 50 Meter groß geworden ist, keine Ahnung, was da passiert ist, da hat jemand einfach einen Fetisch gehabt, fängt einer der schrecklichsten Bossfights an, die ich je spielen durfte. Willkommen in deinem Albtraum-Spann! Ja, also das repräsentiert den Fight, glaube ich, am besten. Wie ihr das schon im Clip gesehen habt, hat der Bossfight Stockwerke, 3 um genau zu sein, und man muss praktisch durch die Stockwerke durchswitchen und dann so leuchtende Nippel von dem attackieren. Ich mache das immer mit den Netzkugeln, weil das eigentlich am effektivsten ist, weil die einfach nach 2 Treffern schon einen der Nippel zerstören. So. Nur gibt es da ein kleines Problem. Und zwar, dass das Spiel einfach absolut nicht darauf klarkommt, dass ich gegen diesen Boss kämpfen will. Erstmal hat es viel mit der Platzierung zu tun. Ich versuche mich immer so zu platzieren, dass ich vor ihm bin, aber sobald ich mich platziere, habe, greift er mich schon an. Man muss das super schnell machen und dann eine Netzkugel schießen. Ein normales Game würde jetzt eine Art Auto-Aim-System einführen für den Boss, oder? Bei dem man sagen kann, okay, gut, du bist relativ gut positioniert, also trifft die Kugel, passt schon. Aber wir sind hier noch auf der PS1. Hier gibt's sowas nicht, okay? Das heißt, es ist der fucking wilde Westen und die Netzkugel fliegt sonst wohin. Bei meinem allerersten Playthrough von dem Bossfight on Stream bin ich locker 1,5 Stunden hängen geblieben bei dem Boss, weil das Aimen einfach nicht funktioniert hat. Beim zweiten Mal ist es besser geworden. Ich glaube, ich bin nur 1/2 Stunde hängen geblieben diesmal. Aber, Junge, das war ein absoluter Albtraum, okay? Vor allem, weil man einfach 3 Stockwerke praktisch durch muss und es auf allen 3 Stockwerken machen muss, während der mit seinen Füßen auf einen stampft und so fucking Räder spawnt, die einen einfach instant einen Haufen Damage machen, während Health Drops spawnen, aber die dann vor deinen Augen einfach verschwinden. Das heißt, man kriegt die Hälfte gar nicht her. Es ist ein absoluter Albtraum. Neben dem wenigen Leben und dem ganzen Stampfen und Treten und was auch immer dieser Pisser macht, gibt's noch diese Grab-Attacke, die er macht, wenn man ganz oben ist und versucht, ihn abzuknallen, oder? Und der verbringt halt ungelogen so 10 Jahre damit, mich zu grabben und dann runter zu seinen scheiß Füßen zu werfen, okay? Die Animation geht so ekelhaft lange. Aber die ist nicht zu lang, dass es schon lächerlich ist. Aber lang genug, um einen anzupissen, okay? Es ging sogar so weit, dass ich einfach das Level neu gestartet habe, sobald ich gegrabbt wurde. Weil es einfach schneller gehen würde, als die ganze Animation anzuschauen, wieder hochzuklettern und ihn weiter anzugreifen. Es ist echt beschissen. Aber mit wenig Übung kriegt man das richtig gut hin. Und ich habe es auch richtig gut hinbekommen. Dann kam halt die zweite Phase. Und die zweite Phase ist ein kleiner Wichser, okay? Diesmal ist es so, dass man halt wenigstens auf dem oberen Stockwerk bleiben kann. Und man muss praktisch seinen Kopf und die 2 Nippel treffen, die da nochmal spawnen, oder? Nur diesmal schießen die halt Laser, die die ganze Zeit resetten, wenn man getroffen wird. Das heißt, es ist so eine Art Stunlock-Loop. Wenn man einmal getroffen wird, gibt man so fett Schaden, okay? Und es hilft auch nicht, dass der ganze Boden elektrisiert ist. Und immer so kleine Elektrizitätsfelder auftauchen, die einen halt nochmal stunnen, woraufhin er einen mit dem Laser killen kann. Es ist halt echt schrecklich. Das heißt, man springt wie so ein Maniac die ganze Zeit hin und her und versucht den irgendwie zu treffen zwischendrin. Was einfach Pain ist, okay? Und sobald man da stirbt, muss man halt beide Phasen nochmal machen, oder? Das ist ja klar. Das ist ja der Bossfight, der ist ja kurz, aber ist absolut ätzend und nervig. Und ich dachte wirklich, ich muss jetzt viel mehr über den Fight sagen, aber das ist eigentlich alles. Der ist halt kurz, aber immens frustrierend. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich fertig mit dem sind und weiter können. Das Spiel ist nämlich fast vorbei. Wir kommen nämlich langsam ins Endgame von dem Ganzen. Wisst ihr, ich fühle ihn ja schon ein bisschen. Aber gut, in der nächsten Cutscene quetscht Spidey Mysterio aus. Der sagt ihm dann, dass das ganze Ding mit dem Nebel einfach nur eine Art Front war, um die Menschheit auf die Symbiose vorzubereiten. Was so viel bedeutet wie, yo, wir haben so 50 LKW-Ladungen voll mit Symbionten und wir werden die auf die Menschheit loslassen. Er erzählt auch was von der Symbioteninvasion. Also geht es anscheinend darum, das ist so der Endplan. Einfach, dass die Symbioten sich mit den Menschen verbinden, so. Und Peter sagt direkt, yo, das ist viel zu gefährlich. Ich hatte einen Black Suit. Ich habe Ahnung davon. Das war wie fucking Heroin. Wollte dann am Ende alles umbringen. Lass mal nicht machen. Also boxte Mysterios Glaskugel ein und sagt ihm, Bro, wo muss ich hin? Mysterio erwähnt dann die komplette Location, also wo alles stattfindet. Und so kommen wir auch zum letzten Level des Spiels. Aber es ist echt dumm von ihm gewesen. Ich meine, er hätte dem Ganzen wenig mehr Zeit verschaffen können, indem er nicht sagt, wo alles ist. Aber ich denke, die brauchten einfach einen Weg, um uns ins letzte Level zu bringen. Deswegen, ja, das nächste Level ist dann bei diesem Hafen. Und in der Cutscene, bevor das Level anfängt, gibt es
wieder eine Superhelden-Cameo. Diesmal vom Punisher, der Spider-Man jetzt aus irgendeinem Grund erschießen will. Ich denke mal, er hat noch nicht die Memo bekommen. Obwohl Daredevil am Anfang noch gesagt hat, yo, ich sag's jedem, den ich kenne. Und ich bin mir sicher, er kennt den Punisher so. Deswegen, ne, ganz weird. Naja, aber Peter kriegt mit, dass der Punisher ihn abknallen will. Also ballert er ihm die Linse von seinem Sniper weg. Und dann will der Punisher einfach ihm helfen. So, aus dem Nichts. Er sagt so, yo, ich glaube, wir verfolgen gleichen Ziele. So, ja, okay. Das hat sich einfach nur sehr gerusht angefühlt, ich weiß nicht. Halt, Punisher versucht ihn erst umzubringen, dann ist alles cool. Dann will er ihm anbieten, mitzugehen in das Lagerhaus. Aber der Punisher bringt halt jeden um, den er trifft. Deswegen sagt Peter so, yo, chill, alles gut, bleib hier, deinem deformierten Gesicht. Ich handle das, okay, let's go. Und ja, so kommen wir zu diesem Lagerhaus, in dem am Anfang eigentlich nicht so viel da ist. Es gibt nur wieder ein paar Symbiontengeneratoren, die dann einfach chillen. Und einen absoluten Banger-Track, der da läuft. Halt, der geht einfach so ab, ich komme nicht klar. Nachdem wir aber die ganzen Generatoren zerstört haben und die Spidey-Panzerung gefunden haben, ein zweites Mal im ganzen Playthrough, halt wirklich, ich weiß nicht, in welchen Leveln die noch sein sollen. Auf jeden Fall haben wir die Spidey-Panzerung und finden auch noch ein geheimes Lüftungssystem, was uns in so ein geheimes Labor bringt, was unter der Erde ist. Und das hier ist so die zweitschlimmste Stelle im ganzen Game, weil es irgendwie genauso frustrierend ist wie der Mysterio-Boss-Fight, aber für komplett verschiedene Gründe. Weil der Mysterio-Boss-Fight nur so frustrierend war, weil man ihn nicht treffen konnte. Aber in dem Level jetzt ist das Problem, dass es halt zwei riesige Räume sind, oder? In denen überall Laserkanonen sind. Und man kann die Laserkanonen mit den Netzkugeln wirklich gut zerstören, wenn man überhaupt zu den Kanonen kommt. Weil das Netzschwingen ein größerer Feind ist als die Laserkanonen auf den verschiedenen Plattformen. Und es soll was heißen, okay? Die Dinger haben mich übrigens auch gekillt, okay? Also, hier ist alles schrecklich. Und ich habe nicht mal den Boden erwähnt, der einen Insta-killt, sobald man da drauf droppt. Wenn man also versucht, von einer Plattform zur nächsten zu schwingen und das Spiel sich gerade denkt, nö. Kann es einfach sein, dass er ja nicht schwingt. Wenn man nicht richtig steht, nicht pixelgenau springt, schwingt er einfach gar nicht. Und fliegt runter wie ein fucking Stein und stirbt. Meine fucking Spidey-Armor war so gewastet, okay? Unglaublich. Und wirklich, bei meinem allerersten Stream bin ich durchgedreht, okay? Weil ich da wirklich nochmal so 1,5 Stunden hängen geblieben bin. Und es war halt das Level, was ich im gleichen Stream gemacht habe wie der Mysterio-Fight, der bei meinem ersten Stream auch so 1 Stunde oder 2 gedauert hat. Also war ich komplett angepisst. Aber was ich in dieser ganzen Rage nicht gecheckt habe, war, dass man echt viel mit dem Anvisieren arbeiten muss. Heißt, wenn man R1 drückt, erscheint so ein Fadenkreuz und mit dem kann man einfach normal zielen. Wenn das Ding halt grün wird, heißt es, man kann da hinschwingen. Wenn es rot ist, dann nicht. Heißt, man kann echt viel rumprobieren. Nur in dem Level ist es manchmal so, dass man nicht mit dem Anvisieren rüberschwingt kann, sondern erst, wenn man gesprungen ist und dann schwingt. Das heißt, es ist sehr viel Trial and Error und Ausprobieren. Und man muss wirklich im spezifischen Spot springen und man darf halt nicht zu weit nach links, zu weit nach rechts, weil sonst gilt es nicht. Und dann verreckt man einfach. Es ist echt schrecklich. Aber als ich angefangen habe, das methodisch zu machen, hat es richtig gut funktioniert. Und ich bin relativ okay durch das Level gekommen, wenigstens. Also, das ist besser als gar nichts. Ich finde es auch, by the way, echt lustig, wie Spider-Man, als er den Raum betreten hat, okay, diesen absoluten Abfuckraum, das hier sagt. Das ist ja wohl ein Witz. Sogar das Spiel checkt, dass dieses Level Bullshit ist. Das ist unglaublich. Nach dem ganzen Albtraum-Level kommen wir endlich in den Raum, der für den ganzen Nebel verantwortlich ist. Und der Raum sieht straight up aus wie das Nest in Resi 2 Remake. Ich finde das super. Nachdem Spidey also noch kurz Jesus geworden ist, jetzt mal im Ernst, wieso ist das passiert, treffen wir auf Black Cat. Nur diesmal ist sie halt eingesperrt. Was für uns halt überhaupt keine Überraschung ist. Aber für Peter irgendwie schon. Black Cat? Was tust du hier? Anscheinend sahen diese beiden Goblins, die sich als Sanitäter ausgegeben haben, für ihn ganz normal aus. Ja, ich weiß auch nicht, wie er drauf reingefallen ist. Ich check's nicht. Ich meine, man hört sogar, wie Doc Ock und Carnage halt übel lachen, während die wegfahren. Das ist so obvious, okay? Aber ja, unser Ziel ist es, den Nebel abzuschalten und gleichzeitig noch Black Cat zu befreien. Heißt im Klartext, dass wir einfach nur 3 Schalter drücken müssen, um den Nebel zu stoppen, der wiederum alles zum Explodieren bringt und so auch Black Cat befreit. Es ist so, glaube ich, das kürzeste Level, was das Spiel hat und es ist nur so eine Art Vorbereitung zu den letzten Bossen, die jetzt gleich kommen werden. Also ja, reden wir mal über den Reveal, der jetzt endlich kommt. Ich schwöre bei Gott, das Spiel ist fast vorbei
Und wir erfahren es halt jetzt erst, dass Doc Ock und Carnage hinter dem Ganzen stecken. Ich meine, sorry, dieser Typ in dem Krankenwagen, der einen Haufen Tentakel hat, hätte auch einfach Joe aus der Pizzeria sein können. Mit dem freaking Gabagoo, ich habe doch keine Ahnung. Meine Fresse, dieser Reveal. Und neben dem Reveal erfahren wir auch endlich, warum Doc Ock das macht. Und er labert irgendwas davon, dass seine Technologie der Menschheit hilft und die Symbiose der einzige Weg ist, also mit den Symbionten vermischen und so, ist der einzige Weg und ist die Zukunft der Menschheit, aber er erklärt nicht wirklich, was es ist. Der sagt halt so, ja, mit meiner Technologie geht halt alles nach vorne. Wir brauchen die Symbioten. So, hä? Was? Ich glaube, das ist vielleicht ein Übersetzungsfehler. Vielleicht wurde echt nicht ausgebaut. Der wirkt einfach wie ein fucking Irrer. Fucking Elton John looking ass. Aber gut, dass wir nicht zu viel Zeit haben, über die Sachen nachzudenken, die er gesagt hat, weil Venom spawnt jetzt rein, weil er sich teleportieren kann. Und Carnage so, yo, komm mal her, Opa. Und dann verschwinden die in eine andere Boss-Arena, während wir gegen Doc Ock kämpfen. Und ja, der Bossfight ist ziemlich basic. Er ist einfach in der Mitte und wird von einem Schild beschützt, während periodisch diese Schalter runtergehen. Man kann die benutzen und dann wird die Energie vom Schild abgeleitet. Und wenn man das oft genug macht, dann geht das Schild aus und dann kann man ihn einfach abknallen mit den Netzschüssen. Es sieht einfach nur fucking funny aus, ich bin ehrlich. Und das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht, zwei, dreimal, und dann ist er direkt gestorben. Er war wirklich nicht so eine krasse Challenge. Ich bin auch im Schild hängen geblieben und das war irgendwie schwerer als der ganze Boss. Also, ja, das Einzige, was er mal gemacht hat, ist mit seinen Tentakeln fuchteln, oder? Und das hat mich immer getroffen, aber es waren überall Health-Pickups, weil die Arena so fucking klein ist. Wäre das bloß so bei Mysterio gewesen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Leben gehabt, während er mich gnadenlos mit Lasern zubombt. Ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Das Voice-Acting in diesem Fight ist auch echt super, vor allem, wenn er dann einfach besiegt wird und dann sagt er es einen Wort für Wort. Nein, ich bin besiegt. Ja, weißt du, danke für die Info. Ich hab's nicht an dem Lebensbalken gesehen. Nachdem wir also Doc Ock endlich besiegt haben und er fucking stirbt, keine Ahnung, was da passiert, wird Venom wieder zurück in die Boss-Arena geboxt. Und ja, Carnage ist jetzt dran. Jetzt kämpfen wir gegen Carnage. Das, was da passiert, ist ein bisschen kinky, aber ja, Carnage, Bossfight. Ich finde es so lustig, wie dieser Bossfight anfängt, by the way. Welche Farbe hat dein Blut, Spider-Man? Carnage, es ist rot. Das Blut ist rot. Das ist ein Typ. Der ist keine Spinne. Es ist ihm hoffentlich bewusst. Aber ja, der Bossfight selber ist wieder relativ simpel. Man muss Carnage in diese Kuppel in der Mitte locken. Oder eher reinboxen. Ich glaube, man kann ihn nicht wirklich da reinlocken. Und die Kuppel ist halt voll mit Schall. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich bin halt wirklich nicht schlau. Und Symbioten haben halt zwei Schwächen, oder? Feuer und Schall. Und deswegen müssen wir ihn da reinboxen. Und das ist der ganze Bossfight. Man ballert ihn da rein, er kriegt davon Schaden. Dann geht es aus und man wiederholt es, bis der halt drauf geht. Und der Fight ging ungelogen vielleicht ein paar Minuten. Das war gar nichts. Lag aber auch hauptsächlich daran, dass ich ihn mit Netzkugeln komplett gestunlockt habe. Wenn man da richtig zielt und die Netzkugeln auch wirklich mal connecten, nicht wie bei Mysterio, ich höre nicht auf, diesen fucking Bossfight zu erwähnen, dann geht er super schnell. Der stirbt einfach instant, das ist lächerlich. Und außerdem macht er ein kleines Ufo-Gesicht, wenn er Schaden kriegt. Ich fand das echt funny. Genauso funny ist Cletus Cassidys Model, das die haben. Für mich sehen alle Low-Poly-Lizenzspielsachen aus wie Duke Nukem und ich weiß nicht warum. Und wisst ihr, hier hätte das Spiel einfach aufhören können. Man hat jetzt Doc Ock und Carnage besiegt und nice, weißt du, wir sind am Chillen. Ein ganz normaler Tag im Leben. Wow, was zum... Ist das Ock? Meine Fresse, ist der terrifying. Ich hatte als Kind sowieso übel Schiss vor dem, aber das Level, das jetzt kommt, hat mich als 26-jähriger Mann halt komplett kaputt gemacht, okay? Das war die panischste Scheiße. Ich hatte nicht so viel Panik, als ich damals PT gespielt habe. Und das war das gruseligste Erlebnis, was ich hatte, okay? Wir müssen in dem Level halt vor diesem fucking Monster abhauen. Und dabei auch noch aus einem explodierenden Untergrundlabor raus. Und es ist echt stressig mit einer Steuerung von der Pflaume. Apropos Pflaume, das Icon von dem sieht halt genau so aus, als wäre das eine fucking getrocknete Pflaume mit Sonnenbrille. Das sieht schrecklich aus. Was ist aus Elton John geworden? Gut, aber wie schon erwähnt, die Steuerung in dem Game ist allgemein relativ clunky. Und ich meine, es ist wirklich kein Geheimnis, wenn ihr mir die ganze Stunde schon zugehört habt. Ich beschwere mich eigentlich konstant darüber, dass Spider-Man nicht richtig anvisiert oder sonst irgendwas mit der Steuerung ist, oder? Nur die Sache ist, das Spiel war bisher immer in richtig offenen Environments. Und dort hatte ich mehrmals schon das Problem, dass ich nicht schwingen konnte, wirklich. Und jetzt haben wir das Reverse-Problem.
nehmen, oder? Die Korridore sind super eng. Und hier ist das Schwingen unmöglich, wenn dich eine Killermaschine verfolgt. Weil sobald man irgendwie schwingt, klebt man an der Wand und dann versucht man, richtig awkward da wieder runterzukommen. Und dann geht man runter und der ist schon voll nah dran. Ich hab's immer geschafft, aber das hat das alles übel spannend gemacht. Der Trick ist hier einfach zu springen. Das ist das Beste, glaube ich. Aber ja, neben dem, dass die Steuerung so ein bisschen awkward ist, wie sie eigentlich schon das ganze Spiel über war, ist dieser Part echt gut in Szene gesetzt. Halt, ich habe sowas von dem PS1-Spiel nicht erwartet. Man fühlt wirklich die Spannung, okay? Man rennt vor diesem Monster weg, das die ganze Zeit schreit, dass es einen umbringen will und alles explodiert und man geht durch so Sicherheitstüren, die zugehen, aber Doc Ock rast da einfach durch, als wäre es nichts. Fühlt sich konstant an, als wäre der hinter einem und es ist einfach übel gut in Szene gesetzt. Vor allem redet Spider-Man die ganze Zeit währenddessen und sagt so, yo, noch 4 Ebenen, dann habe ich es geschafft und das ist irre, also das ist richtig gut in Szene gesetzt und als ich es halt gestreamt habe, hat es mich ein bisschen erwischt. Nemesis, bist du das? Oh. Ah, wir chillen doch auch einfach. Oh. So geht hier hoch. Schnell mit R1 hochziehen. Schnell mit R1, Leute. Nein, was geht hier ab? Oh, ich mag das nicht. Ui. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. I hate this so much. Oh, nee, bitte. Nee, ui, nein. Was ist das? Renn, renn, renn. Oh, mein Gott, macht er mir Angst. Nein, 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 nein. Oh, oh. Ja, ganz ruhig, wir chillen doch auch einfach, Mann. Ui, wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Warum ist der so schnell? Hallo? Guys? Wow. Langsam heiß. Ach echt? Nein, 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 nein. Wir ballern. Oh, ich krieg so einen Anfall. Oh, war das schlimm. War das schlimm? Ich find's, by the way, echt geil, wie diese Chase-Sequence einfach aufhört. Und dann stürzt das Spiel halt so für ein paar Sekunden ab, bevor die Endcutscene läuft. Ich fand das irgendwie echt funny. Halt, die konnten am Ende nicht diese Transition reinmachen, die sie eigentlich immer reinmachen. Ey, es ist weird. Nachdem wir also schnell genug abgehauen sind und die Explosion den Symbioten-Doc Ock erwischt, verpisst sich der Symbiot und wir können Doc Ock bewusstlos mitnehmen. Das ist ein gigantischer Witz. Ein perfektes Ende. Also perfekt. Ich weiß nicht, ich liebe diesen Clip. Er explodiert einfach alles und er so, ja, let's go. Perfekter Tag. Nachdem das halbe Gewässer also explodiert ist, kommt Captain America mit Venom und Black Cat und die so, yo, let's go, komm her, wir haben ein Hovercraft. Also steigt er ein und dann kommt Venom wieder mit einer absoluten Banger-Line. Hey Spidey, kannst du mir ein Autogramm von Captain America besorgen? Oh Mann. Keine Ahnung, es ist einfach der Voice Actor, der ist super. Ich verstehe es nicht. Außerdem ist es ein bisschen weird, dass Black Cat und Venom schneller rausgekommen sind als Spider-Man. Ich glaube, die haben einfach den Vordereingang genommen und der ist einfach wie ein Vollidiot hinten rumgegangen. Ja, nach dem Ganzen sehen wir, wie die ganzen Superhelden da Karten spielen aus irgendeinem Grund. Die haben alle trotzdem ihre Kostüme an. Ich weiß nicht genau wieso. Guck mal, die kennen ihre Identitäten, oder? Es ist ein bisschen weird, dass sie das im Kostüm spielen. Aber ey, passt schon, die ballern und die Karten sind halt größer als meine Hand so, aber... Ey, ist in Ordnung. Außerdem hat Punisher keinen Plan, wie man Daredevil ausspricht. Was laberst du da, Daredevil? Du siehst mir doch ständig in die Karten. Was laberst du denn da? Halt, die hätten auch einfach so einen Milchaufschäumer hinmachen können als Soundeffekt. Und es hätte sich besser angehört als das, was er gesagt hat. Was laberst du da? Auf jeden Fall tanzen dann Black Cat und dieser Haufen Flammen, der von Fantastic Four, ihr wisst schon. Und dann geht's rüber zu den Bösewichten. Und ich finde in dem Part, das ist ein kleines Detail, aber ich find's cool. Die Musik, die da läuft, während die tanzen, läuft dann im kleinen Radio im Gefängnis bei den Bösewichten. Langsam, langsam. Ist ein cooler Touch, I don't know, ich mag das sehr. Ich find's auch toll, wie Mysterio einfach wirklich so eine Bandage um seinen Helm hat, oder? Halt so, als würden die Entwickler nicht wissen, dass es das einfach ein Dude ist, der sich halt bekleidet. Sondern, dass der wirklich so ein Helm, das ist wirklich sein Kopf, so. Ich find den Gedanken irgendwie echt funny. Ich spiele übrigens auch Karten, ich weiß nicht, was da los ist mit Kartenspielen. Ich denke, das war in den 2000ern einfach so, ich weiß nicht. Boah, Leute, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon das Ende ist oder nicht. Das Fragezeichen macht mich ein bisschen stutzig. Und das war Spider-Man 1 für die PS1. Da steht nicht Spider-Man 1. Das ist einfach nur Spider-Man. Und das war Spider-Man. Ich liebe dieses Spiel ein bisschen. Ich denke, man merkt's. Allein, weil das Video schon eine Stunde geht und ich euch im Video die ganze Zeit darüber vollgelabert habe, wie geil das ist. Und ich bin echt froh, dass ich so detailreich in dieses Spiel reingegangen bin. Weil es hat mir einfach gezeigt... wie cool die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren ist und wie die Story an sich echt fun ist und das Gameplay zwar super janky ist, aber trotzdem noch echt charmant und liebevoll gestaltet ist. Es ist weird, aber ich mag das Spiel echt wirklich sehr. Ich bin froh, dass ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen konnte und ich würde es euch empfehlen, wenn ich euch nicht alles gespoilert hätte.
Deswegen, ja. Banger Game. Und jetzt geht's weiter zu Banger Personen. Hey, hey, ja, ja, wo wir die Kanalmitglieder für diesen Monat. Hi, was geht ab? Ignoriert das Nuttenballern hier, das kleine Nuttenballern. Danke an GTV Gaming TV, Sir Lux, Gedank bei Darius, Albi 79, mein Gott, ich kann mit Zahlen nichts. Sebo, Acker, Zapman, Nintendo, Cheeseball, Niesel, Nils. Hi, Nils, hi, was geht? Nicole, Becky, Janis, Jamie der Ehrenmann, Exe, Armageddon, Monte, na, Oscar und der pupsige Pups. Space Shark. Osiris. Paul Schneider. Except. Alter, cooler Name. Shorter. Hi, was geht? Deguinator. Meine Welt ist Entertainments, war's. Safe. 100%. Ich werde jetzt nicht noch auf den Kanal kurz gehen, aber safe. Jason, hi, was geht? Nintendo Marco, Young Moon, Little Cobain, der Chronist. Ja, der mal. Lirbio. Ich kann es nicht. Lirbio. Leobio64, Checkhart, hi, NKX, hi, Daniel99, hi, The Pad, Paralink, Kate ist glaube ich der Name, oder Kate, Hafti, da steht Hafti, ja, ich dachte schon, Zuri, Spyro, Spontan Unspontan, Kibusa, Redbee, nee, Anonym13, Dani, Miss Raiko, Sandcore, Dreed, Bangermann, Madness Clips, Googly, Karl, ja, yeah. Lukas Krieger, Steven Cope, Heidekraut, irgendein random TikTok und Zwiefier. Vielen Dank an alle, die da sind und mich unterstützen, auch wenn super wenig kommt. Aber hey, das Video ist riesig und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe noch kurz auf Just Chatting, das ist nämlich mein Stream-Setup, oder? Folgt mir auf twitch.tv/bloodly. Ich hab euch lieb, danke, dass ihr mir zuschaut und unendlich viel Dank, dass ihr mich unterstützt. Hi Leute, hab euch lieb. Oh, heilige Makrele, Rick. Ich glaube, wir haben unsere Frau geschlagen. Mhm.